Mehr als 30 Millionen Deutsche nutzen Facebook und die meisten davon sogar täglich. Viele von ihnen promoten sich selbst oder connecten sich mit ihren Freunden, aber man kann Facebook auch wunderbar als Marketingplattform benutzen und zwar wirklich für Firmen, für Companies, um dort wirklich gutes Business zu machen. Wie geschieht das, Sven? Ja, vielen Dank für die Frage. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, weil ich glaube, Facebook stellen sich viele Menschen falsch vor. Also man kennt das sicherlich, so ein, zwei Versicherer, insbesondere weil wir hier auf dem Summit sind, kennen Facebook noch so als wie meine Nichte postet da Katzenbilder. Und es ist viel, viel mehr, weil wenn man sich einfach nur die Reichweite anschaut, das sind 21 Millionen plus aktive Nutzer jeden Tag, die man auf Facebook erreichen kann, rund um die Uhr. Weil wir haben hier keinen Medienbruch, das heißt ab 0 Uhr morgens bis in die Puppen kann ich jederzeit Botschaften kommunizieren mit der entsprechenden Zielgruppe, mobil sowie auf normalen stationären Geräten. Und das bedeutet auch, ich kriege eigentlich jede Botschaft verkauft. Das kann, und wenn wir jetzt Banken und Versicherungen einfach mal anschauen, ist es ganz klar dieser Kundenkommunikationskanal. Das heißt, alles was Service betrifft, was E-Mail-Kanäle abbilden, was TV-Kanäle abbilden, was Radio abbilden kann etc., kann ich auch über Social Media kommunizieren. Und Facebook ist dann natürlich einfach der reichweitenstärkste Kanal, den es derzeit gibt. Aber nicht nur reichweitenweit, sondern dort sortieren sich ja die Menschen auch nach ihren Interessen. Das heißt, ich habe doch die Möglichkeit, dort ganz gezielt meine Interessenten und meine Kunden finden zu können. Und das bietet meines Erachtens kaum eine andere Plattform. Zumindest nicht in dem Umfang. Also Google ist ja schon eine Plattform, die sehr, sehr viele Insights hat. Facebook hat deutlich, deutlich mehr. Das heißt, man kriegt dort Insights und Kundeninformationen heraus, ohne dass ich mit dem Kunden vorab je kommuniziert habe und kann die gezielt ansprechen. Und ich glaube, es sind über 400 Möglichkeiten. Also mehr als 400 Insights, die ich derzeit pro Person habe und kann von Haushaltsnettoeinkommen bis Altersstrukturen oder Verhaltenskodex. Und selbst da kann ich Verhaltenskodexe für Freunde ableiten, um die anzusprechen, für egal welches Thema. Gut, viele finden das unsympathisch, weil sie sich quasi nicht erleuchtet, aber durchleuchtet fühlen. Es gibt aber auch ganz viele Gruppen, die sind themenorientiert und da sind zum Teil ja auch 60, 80.000, 100.000 Menschen drin. Das heißt, wenn man diese Gruppen nutzt, wo sich Leute ja ganz offen zu ihren Vorlieben, Hobbys, Interessen bekennen, dann ist das doch irgendwie ein Tool, was man gar nicht übersehen sollte. Auf keinen Fall. Also ich würde heute immer noch die These aufstellen, wer Facebook nicht nutzt, hat den Markt verschlafen und verliert auf Dauer zumindest die junge Zielgruppe. Und ich sag mal, die Altersgeneration, auch die bewegt sich langsam auf das digitale Medium zu. Alle neuen Leute werden dort sowieso standardmäßig jeden Tag aktiv sein. Und wenn ich das nicht ausnutze, dann verliere ich Reichweite und dann verliere ich auch das Potenzial, Neukunden zu begeistern und zu gewinnen. Also Werbung ist ja nicht bei jedem gut angesehen und die meisten sagen auch, meine Güte, Werbung, 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 da will mir jemand was verkaufen und klickt das auch weg. Was aber, das ist so meine Erfahrung, sehr gut klappt, ist, wenn du richtig tolle, coole Videos hast. Das heißt, dahinter steckt ja auch eine Werbebotschaft. Aber wenn das gut gemacht ist, dann erfreuen sich die Leute und sie teilen das selber. Das heißt, sie geben die Werbebotschaft ja von alleine weiter. Meines Erachtens wird das noch viel zu wenig genutzt. Wie ist eure Erfahrung damit? Definitiv. Also viele tasten sich, glaube ich, erst an das Medium Social Media ran, obwohl es ewig schon gibt. Es gibt aber zu viele Variationen. Also Facebook ist ja ein Kanal. Es gibt natürlich neben Facebook unendlich viele Kanäle, die, ich sag mal, jünger sind, vielleicht neue Möglichkeiten bieten. Man muss sich also erstmal strategisch richtig aufstellen. Viralität ist natürlich das A und O. Also ich kann nicht einfach irgendwas posten, was man auch sicherlich kennt. Ich sag mal, man nimmt 1:1 einen Presseartikel, postet den auf Facebook. Das kann nicht funktionieren oder wird nicht funktionieren. Man muss sich also überlegen, wie spreche ich die Leute an? Die haben alle Lust. Und auch was Werbung betrifft, Werbung nervt immer. Also es gibt, glaube ich, keinen User oder auch einen TV-Zuschauer, der da sitzt und sagt so, endlich Werbung in meinem Spielfilm, das ist super, da erreicht mich jetzt gerade eine Botschaft, die mich unterbricht, das will ich sehen. Also Werbung nervt grundsätzlich immer, es sei denn, ich schaffe einen Mehrwert damit und das muss man sich überlegen. Natürlich sind die Leute etwas gläserner als in diversen anderen Kanälen, aber ich meine, ich erhalte die Werbung ohnehin. Irgendwie muss ich auch das Portal finanzieren und wenn ich Werbung sehen muss oder Werbung sehen will, dann will ich sie zielgerichtet haben. Es hilft mir ja nichts, wenn ich, und ich sag mal, dieses Thema kennt man überall, man schaut sich irgendwo Modethemen an, Schuhe, und man kriegt Frauenschuhe angezeigt. Hilft mir als Mann relativ wenig. Oder TV ist ein schönes Beispiel davon, man kriegt von Unity Media Kabel-TV zugewiesen, wohnt aber nicht in der Region. Das heißt, selbst wenn das ein Produkt begeistert, kann ich niemals die richtige Zielgruppe dafür sein. Die Streuverluste sind halt unendlich hoch. Und diese Themen muss ich einfach ausnutzen. Also ich muss genau wissen, wie ist meine Zielgruppe anzusprechen, wer ist meine Zielgruppe, wie verhalten die sich und das muss ich viral anstellen.
Ein anderer entscheidender Aspekt für mich ist, wir duzen uns ja auch, weil sich quasi jeder duzt auf Facebook, ob er sich nun kennt oder nicht. Aber dort begegnen sich letztendlich Menschen. Und ich glaube, dass man viel mehr Erfolg hat mit seinen Produkten, wenn man von Mensch zu Mensch verkauft und nicht mehr hat, da ist eine Firma, die ist ja neutral und abstrakt und er will nur mein Geld, sondern weil wir uns wirklich auf einer anderen Ebene begegnen. Sollte man nicht eben auch diese Ebene dann ausspielen? Definitiv. Also man muss sich als Marke bewusst sein, man agiert in einem hoch emotionalen Umfeld. Also da sind Freunde, die sich mit Freunden antauschen. Also ich sehe etwas von meiner Familie, ich sehe etwas aus dem engsten Umfeld und mittendrin schaut eine Marke auf, mit der ich möglicherweise gar nicht so viel zu tun habe und die mir ein Produkt verkaufen will, was definitiv diese emotionale Ebene am Anfang noch nicht erreicht hat. Und ich muss mir jetzt ganz genau überlegen, wie kann ich meine Marke und die Botschaft, das Produkt auf diese emotionale heben. Und das kann einfach nicht funktionieren mit, ich habe Produkt XY und Preisschild drunter machen, sondern es muss zu dem jetzigen Situationsbedürfnis dieser Person passen. Und deswegen, also Emotionen ist das A und O und das muss man sich bewusst sein, dass man da unter Freunden agiert im Endeffekt. Das heißt, die Werbung wird klüger, die wird intelligenter, die wird persönlicher und sie wird möglicherweise dadurch auch nicht mehr so arg nervend. Sie muss es werden. Also es gibt natürlich noch Negativbeispiele, immer noch Werbung, die definitiv nervt und Google macht das sehr schön vor mit Pop-Up-Bannern, die sich über irgendeinen Artikel legen, den man nicht wegklicken kann. Das ist natürlich die unangenehmste Form und Art und Weise einer Art Werbe. Und bei Facebook habe ich natürlich die Möglichkeit, rechts, man kennt das ja so mit diesen unterschiedlichen Beispielmöglichkeiten, wo ich Facebook platzieren kann. Im Newsfeed ist es hoch emotional, das funktioniert aber auch am besten und da muss ich einfach meine Botschaft verkaufen. Ich danke dir. Vielen Dank, Sven. Immer gerne doch.